Tiere, um die sich keiner kümmert. Seit 2004 finden sie im Tierrefugium Hanau ein neues Zuhause. Mittlerweile leben rund 80 tierische Zwei- und Vierbeiner auf dem Hof. Vom Pony bis hin zum blinden Wildschwein, das nicht mehr ausgewildert werden kann. Im Grunde genommen sind unsere Tiere kaum vermittelbar, also alle, die wir haben. Bei den Hunden ist der eine oder andere, der noch vermittelbar ist. Aber auch da haben wir viele gelähmte, alte und kranke Tiere. Also bei uns ist die Prämisse, dass wenn wir den richtigen Platz finden, wir schon ein Tier vermitteln können. Aber das muss dann wirklich der optimale Platz sein. Ansonsten ist das dann hier wirklich so mehr so ein Gnadenplatz für die Tiere. Das genaue Hinschauen bei der Vermittlung hat einen guten Grund. Denn egal wie süß sie auch sind, mit den anfallenden Kosten und Mühen, die ein krankes Tier mit sich bringt, kann nicht jeder umgehen. Zum Beispiel Buddy, eine französische Bulldogge, der, bevor er zu uns kam, 5-mal schon vermittelt war und jedes Mal wieder zurückgegeben wurde. Und zwar, weil er einen Diabetes insipidus hat. Das ist eine Krankheit, die kann man gut mit Medikamenten behandeln. Das Problem ist, die Medikamente, die kosten im Monat 200 Euro. Und da ist so manch einer halt nicht gewillt, das zu zahlen. Und deswegen ist er bei uns gelandet. Und um in genau solchen Fällen zu helfen, ist das Tierrefugium neben den Mitgliedsbeiträgen auf Spendengelder angewiesen. Eine Spende der Hanauer Filiale der Sparda Bank Hessen etwa ermöglicht eine Reihe ärztlicher Behandlungen bei vielen Tieren. Wir haben persönliche Kontakte durch eine Mitarbeiterin unseres Hauses und als Filialleiter der Filiale hier in Hanau, die in unmittelbarer Nähe des Tierrefugiums ist, ist es mir besonders wichtig, auch hier mit meinen Möglichkeiten zu unterstützen. Die Tiere werden hier nicht nur kurzfristig behandelt, sondern ihnen wird über einen langen Zeitraum physiologisch und orthopädisch geholfen. Was uns ganz wichtig ist, dass wir sie möglichst artgerecht halten. Das heißt, bei uns werden die Tiere nicht in Zwinger oder in Boxen oder sonstigen eingepfercht, sondern die Tiere leben hier in Gruppen und Rudeln zusammen und dürfen sich ziemlich frei auf dem Gelände rumbewegen. Dass es den Tieren hier im Tierrefugium gut gefällt und dass sie hier auch langfristig ein tolles Zuhause gefunden haben, merkt man den Tieren auf jeden Fall an.